Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Lesemonat August etwas verspätet. Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte große Pläne. Und wie es oft mit großen Plänen ist, die werden dann zerschlagen, wenn andere Dinge dazwischen kommen. In diesem Fall war es eine Erkältung. Und es war auch ein bisschen vorauszusehen, muss man sagen, wenn man dann aus dem warmen Griechenland zurück in den Herbst kommt, was grundsätzlich gar nicht verkehrt war, weil ich da große Lust drauf hatte, dann ist aber dieser Temperaturunterschied doch ganz schön viel für den Körper, zumindest für meinen Körper. Und ich habe prompt gestreikt, beziehungsweise mein Körper hat prompt gestreikt und die Erkältung war da. Ich fühle mich jetzt wesentlich besser. Und habe mir deswegen für heute vorgenommen, dieses Video zu drehen. Das ist auch wirklich kein großer Lesemonat. Ich muss sagen, dass dieses Jahr insgesamt etwas dürftig war, was das Lesen angeht. Auch Highlights waren noch gar nicht so viele da. Und deswegen hoffe ich auch einfach, dass die Herbst- und Wintermonate noch einiges Gutes an buchigem hervorbringen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht vorenthalten, was ich im August gelesen habe, wie es mir gefallen hat und wir beginnen jetzt direkt. Ich beginne mit Charlotte Link und der Sturmzeit-Trilogie und das ist der zweite Teil, Wilde Lupinen. Wenn ich mir die beiden Teile, die ich bisher gelesen habe, anschaue, würde ich behaupten, dass mir der zweite Teil somit am besten gefallen hat. Ich bin nach wie vor sehr in der Geschichte drin. Ich lese aktuell den dritten Teil. Ich merke schon, dass mich der dritte Teil weniger begeistert bisher als die beiden ersten Teile. Das mag auch der Zeit geschuldet sein, in der wir uns im dritten Teil befinden. Aber darum sollte es heute nicht gehen. Es geht um Wilde Lupinen. Felicia Degnelli ist privilegiert aufgewachsen. Sie ist im ersten Teil 18 Jahre alt. Sie hatte es nie schwierig im Leben. Es hat nie an Geld gefehlt, bis dann der Krieg ausbricht und für alle eine schwere Zeit anbricht und auch sie steht mehreren Herausforderungen gegenüber. Gleichzeitig ist es auch in ihrem Privatleben ziemlich turbulent. Sie verliebt sich gleich in zwei Männer und diese beiden Männer begleiten sie so gesehen auch ihr ganzes Leben. Das wird hier fortgeführt im zweiten Teil. Felicia erweist sich als eine taffe Geschäftsfrau auf der einen Seite, gleichzeitig hat sie auch kein Problem, über Leichen zu gehen. Sie ist für eine Frau ihrer Zeit ziemlich weit und achtet sehr auf ihre eigenen Bedürfnisse. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr gut, auf der anderen Seite kommen einige andere Dinge zu kurz. Aber das liest man im Verlauf der Bücher und kann sich da ein eigenes Bild draus machen. Ich persönlich mag Felicia sehr, sehr gerne. Finde nicht immer alles richtig, was sie macht, aber grundsätzlich mag ich ihre Stärke und ihren Willen. Und das ist auch eines der Dinge, das mir wirklich an diesen Büchern total gefällt. Also Felicia, die Person Felicia, aber auch ihre Familie. Es ist nicht so, dass wir nur über sie was erfahren, sondern dass wir immer wieder Sprünge zu ihren Töchtern, zu ihren Enkeln, zu verschiedenen Familienmitgliedern machen und immer wieder, also es sind keine Zeitsprünge, sondern wir beobachten, wie diese ganze Familie durch die Kriege kommt und was die Jahre mit ihnen anstellen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe lange nicht mehr eine Familiengeschichte gelesen, die mich so mitreißen konnte. Das Buch ist ja, oder die Reihe ist schon relativ alt. Nichtsdestotrotz hat es riesengroßen Spaß gemacht, bisher zu lesen. Und ich befürchte, dass der dritte Teil, also der Abschluss der Reihe, nicht so befriedigend sein wird. Aber ich werde diese ersten beiden Teile gut in Erinnerung behalten. Das weiß ich jetzt schon. Und auch wenn die Reihe erst mit dem dritten abgeschlossen ist, kann man ja jeden Teil für sich auch betrachten und so werde ich das auch handhaben. Also auch der vierte Teil, der zweite Teil für mich ein Vier-Sterne-Buch soweit. The Deathless Girls. Ich habe das Buch im August beendet. Es geht hier um Lil und Kizzy. Die beiden sind 17 Jahre alt, sie sind Zwillinge und in ihrer Welt gehören sie einer Minderheit an. Sie leben relativ abgelegen von der Zivilisation, harmonisch miteinander und mit der Natur. Und ihnen wird auch nachgesagt, dass sie bestimmte Fähigkeiten haben. Eines Tages wird das Dorf überfallen. Und die meisten Menschen in dem Dorf werden umgebracht, außer die jungen Menschen. Also alle Jugendlichen, ich glaube bis 17 Jahre alt, werden nicht umgebracht. Die werden mitgenommen zu Boyar Valkar, wo sie versklavt werden. So passiert es auch, dass Lil und Kizzy mit unter den Versklavten sind. Und sie kommen da an und sind völlig desillusioniert und geschockt, weil sie nicht damit gerechnet hatten, dass ihr Dorf
zerstört wird, dass ihre Familie zerstört wird. Und sie müssen dort aber feststellen, dass es auch noch weitaus größere Gefahren gibt als diese Versklavung und dieser Boyar, bei dem sie sich befinden. Es gibt einen Mann, den sogenannten Drachen, der sehr gefürchtet wird. Und warum der gefürchtet wird, erfährt man im Verlauf des Buchs. Wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte befasst, also wenn man ein bisschen Recherche betreibt, dann erfährt man, dass die Geschichte ein bisschen an Dracula angelegt ist. Das ist aber ein Aspekt, der wirklich so, so spät angesprochen wird in dem Buch, dass es für mich schon fast gar keine Bedeutung mehr hatte. Insgesamt war oder bin ich der Meinung, dass es ein guter Auftakt gewesen wäre, wenn es sich hierbei um eine Reihe gehandelt hätte. Ich konnte gut mit den beiden Schwestern mitschwingen, ich konnte die Liebe zueinander verstehen, aber auch die Töne dazwischen, ein bisschen Neid vielleicht, zwischendurch ein bisschen Missgunst, aber auch alles so Dinge, die irgendwo in Freundschaften oder auch bei Geschwistern normal sein können. Und das fand ich spannend, weil ich finde es schön, wenn man diese Zwischentöne mitbekommt. Also nicht nur diese Liebe, die unendlich ist, sondern es gibt eine Palette an Gefühlen, die man auch Menschen gegenüber empfinden kann, die man liebt. Und das konnte zum Teil hier gut rübergebracht werden. Auch die Angst und auch diese Verzweiflung konnte gut rübergebracht werden. Aber das, worauf es dann am Ende hinausgelaufen ist so sehr zu kurz gekommen, dass ich dem Buch leider nur 3,5 Sterne geben kann. Wäre das eine Reihe gewesen, dann wäre diese ganze, dann hätte ich es tatsächlich am schönsten gefunden, wenn wir in dem ersten Buch die Schwestern kennengelernt hätten und den Überfall des Dorfs und ja, das wäre dann ein Buch gewesen und dann wären wir weitergegangen und dann hätten wir irgendwann was über den Drachen erfahren. Somit ist dieser Aspekt des Drachen auch so spät vorgekommen und das Ende war so seltsam, dass das für mich einfach so eine unvollendete Geschichte ist, was sehr schade ist, weil ich die insgesamt eigentlich von der Atmosphäre auch ganz cool gefunden habe. Ihr seht, das ist wirklich kein dickes Buch und da wurden so viele Aspekte reingebracht, die einfach nur angeschnitten wurden, dass es einfach verschwendetes Potenzial ist, wenn ihr mich fragt. Richtig, richtig schade. Insgesamt hätte das wirklich eine Reihe werden können, die wirklich ein Highlight-Potenzial gehabt hätte. Aber so, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 3,5 Sterne ist sogar zu viel. Ich denke, das ist auch vielleicht auch eher nur 3 sind. Kommt zu einem weiteren Buch, Maeve Binchy, Ein Cottage am Meer. Ich habe ja schon öfter über Maeve Binchy geschwärmt. Eigentlich nur wegen einem Buch, was ich in sehr jungen Jahren gelesen habe, Der grüne See. Jetzt habe ich da schon so oft drüber gesprochen. Ja, aber nur kurz zusammengefasst für die, die das erste Mal meine Videos schauen. Ja, Der grüne See ist ein Buch, was ich in sehr jungen Jahren sehr oft gelesen habe. Ein Wohlfühlbuch, was mir einfach damals so unfassbar gut gefallen hat, dass Maeve Binchy in meinem Kopf eine Wohlfühlautorin ist. Und das war jetzt das zweite Buch, was ich von ihr gelesen habe, viele, viele Jahre später. Ein Cottage am Meer. Und ich kann sagen, dass diese Wohlfühlatmosphäre, dass die auch hier weiterhin Bestand hatte. Ich kann total verstehen, warum ich damals das erste Buch so geliebt habe. Und es gibt hier wiederkehrend ist das falsche Wort. Es gibt hier Charaktere, die den Charakteren aus dem Grünen See sehr ähneln. Natürlich nicht die gleichen Charaktere, aber das ist wohl das letzte Buch von Maeve Binchy, bevor sie gestorben ist. Und hier hat man tatsächlich so, oder wird nochmal alles zusammengefasst, was Maeve Binchys Bücher ausmachen. Die Geschichte insgesamt, also ich kann schon mal vorab sagen, das Buch hat von mir nur 3,5 Sterne bekommen. Und das liegt daran, dass das für mich einfach keine zusammenhängende Geschichte war. Aber da kommen wir gleich zu. Also wir haben es hier mit Chiki zu tun, die in Irland aufwächst und sie lernt einen Mann kennen, der aus den USA kommt und mit dem geht sie fort in die USA, führt da aber kein besonders tolles Leben. Sie behauptet das zwar in ihren Briefen an die Familie, weil sie sich nicht die Blöße geben möchte, aber ja, das Ganze ist eigentlich ein Desaster und sie lebt mehr oder weniger eine Lüge und irgendwann, viele Jahre später, kehrt sie nach Irland zurück und übernimmt dort das Stone House. Das ist eine Pension in Irland, die von einer älteren Dame geführt wird. Und durch einen Zufall kommt es dazu, dass Chiki mitbekommt, dass die Dame diese Pension nicht mehr führen kann
und oder beziehungsweise dieses Haus eventuell verkaufen möchte und Chiki und sie entscheiden, dass daraus eine Pension gemacht werden soll, wo lecker gekocht werden soll, wo eine schöne Atmosphäre herrschen wird und wo die Menschen sich einfach wohlfühlen und zueinander finden. Und darum geht es in dieser Geschichte auch im Endeffekt. Wir haben es am Anfang mit Chiki zu tun, die wir dann in einem gesonderten Kapitel kennenlernen und darauf folgen dann eben verschiedene Kapitel mit verschiedenen anderen Personen, die entweder was mit Chiki zu tun haben und dort in diesem Stonehouse arbeiten oder eben als Gast in das Stonehouse kommen, als es dann irgendwann später aufmacht. Es gibt immer wieder Berührungspunkte mit Chiki und dieser Grundgeschichte, aber im Großen und Ganzen geht es wirklich um dieses Wohlfühlen im Stonehouse und wie die Menschen in diesem Stonehouse, also in Irland, zueinander finden. Und deswegen ist es ein bisschen zusammenhangslos und die Geschichte von Chiki ist dann gar nicht mehr im Mittelpunkt oder im Fokus, was ich ein bisschen schade fand. Ich habe dann irgendwann akzeptiert, dass es in diesem Buch eben nicht darum geht, eine komplette Geschichte von einer Person zu erzählen, sondern eben diese ganzen liebevollen Charaktere kennenzulernen, und das war dann auch gut so. Ich lese aktuell noch ein anderes Buch von Maeve Binchy, da werde ich im Lesemonat September was erzählen, wo ich ähnliche Momente hatte und Beobachtungen gemacht habe, die ich dann aber mit euch im September teilen werde. Es waren auch ein paar kritische Aspekte dabei, in diesem Buch eher weniger, aber in dem Buch, was ich jetzt gerade am Beenden bin, da gibt es ein paar Punkte, über die ich sprechen möchte, aber wie gesagt, da kommen wir im September zu oder im Lesemonat September, ja. Aber das Buch hat von der Atmosphäre und allem, es hat mir so gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass ich unbedingt nach Irland reisen möchte, und das ist jetzt auch etwas, was so konstant in meinem Kopf ist. Also es wird eine Irlandreise geben, ich weiß noch nicht genau wann, aber sie wird, in meinem Kopf habe ich schon angefangen zu planen. Ich habe da große, große Lust zu, und Maeve Binchy hat mich auf jeden Fall damit angesteckt. Ich liebe ihre Charaktere, die sie hier zeichnet, das finde ich immer großartig, und dabei bleibe ich auch. Also ich finde es toll, man kann sich darüber streiten, wie manche Personen vielleicht noch ein sehr veraltetes Bild vermitteln, aber ja, wie gesagt, da sprechen wir nochmal in dem nächsten Lesemonat drüber. Und dann kommen wir auch schon direkt zum letzten Buch. Es war gar nicht so viel, habe ich ja auch schon anfänglich gesagt. Holiday von T.M. Logan, ein Thriller, der mir unfassbar viel Freude bereitet hat. Das war absolut das, was ich im Urlaub gebraucht habe. Wir sind in Griechenland angekommen, waren die ersten Tage am Meer und haben so richtig so das Strandleben gefeiert, mehr oder weniger. Ich muss dazu sagen, dass mir das dann irgendwann zu viel wird, aber die ersten Tage war es grandios und ich habe genau das gemacht, worauf ich Lust hatte, nämlich einfach einen spannenden Thriller am Strand gelesen. Hat mir unfassbar viel Freude bereitet, und dieses Buch war einfach prädestiniert dafür. Ich konnte miträtseln, es war spannend, ich fand die Auflösung recht gut und deswegen ist es für einen Thriller ziemlich gelungen, wie ich finde. Es bleibt auch erstmal bei mir hier im Regal, weil ich Thriller eigentlich nicht, also ich sortiere die relativ schnell aus. Ich mochte es aber so gerne, es ist ein Buch, was ich potenziell auch gerne ausleihen würde für jemanden, der in den Urlaub fährt. Also es ist wirklich, wirklich eine Empfehlung, was das angeht. Hier geht es um, ich glaube, es sind sogar 4 Familien, die den Urlaub in der Provence verbringen. Es handelt sich hier um 4 Freundinnen, die sich seit der Studienzeit kennen, und mittlerweile sind sie so um die 40. Manche von ihnen haben Familie, sind verheiratet, andere führen andere Lebensmodelle, und nach langer Zeit treffen sie sich wieder gemeinsam mit ihren Partnern und machen Urlaub in der Provence. Es sind auch ein paar Kinder dabei, Jugendliche und auch kleinere Kinder. Und es soll ein schöner Urlaub werden. Aber die Stimmung wird relativ schnell getrübt in unsere Protagonistin. Ich muss mal kurz gucken, wie sie heißt. Da habe ich schon glatt den Namen vergessen. Kate stellt schon direkt zu Beginn des Urlaubs fest, dass ihr Mann sie wohl betrügt. Also sie durch einen Zufall liest sie etwas, was nicht für ihre Augen bestimmt ist. Und sie ist natürlich schockiert und überlegt, ob sie ihn nun ansprechen soll oder nicht, entscheidet sich aber erstmal dagegen, denn es scheint so, also aus der Nachricht, die sie gelesen hat, dass die Person,
mit der ihr Mann sie betrügt, eine ihrer Freundinnen sein muss. Das bedeutet, sie ist mit der Affäre ihres Mannes im Urlaub. Und das ist natürlich wirklich so, so spannend aufgebaut und so prädestiniert zum Mitraten. Ich fand das mega, ich fand es wirklich großartig. Ich habe schon irgendwann gedacht, naja, die Auflösung kann nicht das sein, was man sich irgendwie so ausmalt. Ich hatte mehrere Szenarien im Kopf und habe vieles wieder verworfen. Letztendlich lag ich daneben, fand aber die Auflösung doch plausibel, wenn man das bei einem Thriller überhaupt sagen kann. Also klar, das entspricht ja alles nicht der Realität, aber ich konnte da mitgehen und fand das insgesamt eine gute Auflösung und ja, hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Deswegen auch hier 4 bis 4,5 Sterne sogar. Einfach für das, was es ist. Ich kann es natürlich nicht mit einem Highlight wie Das achte Leben vergleichen. Man müsste da irgendwie vielleicht nochmal unterkategorisieren. Aber für einen Thriller ist das so ein 4, 4,5 Sterne Buch. Ich fand es wirklich gut und kann es so für spannende Lesen für den Sommer kann ich es wirklich weiterempfehlen. Das war's tatsächlich. 4 Bücher habe ich euch heute gezeigt und es war jetzt nicht der herausragendste Monat, muss ich sagen. Aber ja, ich bleibe optimistisch, was den September angeht. Wir werden auf jeden Fall nochmal den nächsten Monat durchleuchten, wenn es dann soweit ist. Und ansonsten bleibt nichts weiter zu sagen als danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr so im August gelesen habt, auch wenn es jetzt schon Mitte September ist. Ja, und bis dahin, bis zum nächsten Video.